das müssen wir jetzt mal durch, ne? Ich kann nicht schlafen. Wann immer ich versuche, meine Augen zu schließen, sehe ich den Kopf meines Vaters vor mir herunterfallen. Das berichtet die 25-jährige Mary Pony in Juba. Ihr Vater war einer von 400.000 Menschen im Südsudan, die in den vergangenen 4 Jahren im Bürgerkrieg getötet worden sind. 400.000 Tote, Millionen Traumatisierte wie Mary, die keine Hilfe erhalten, weil die Herrschenden im Südsudan das Geld aus dem Öl lieber in Luxuswillen und in einen aufgeblähten Militärapparat stecken, als in die Versorgung der Bevölkerung. Schon als ich 2010 den Südsudan besucht habe, wurde mir deutlich, dass die Gewalterfahrung und die Traumata aus dem jahrzehntelangen Bürgerkrieg die größte Hypothek für das neu entstehende Land sein würde. Man sieht es an den Augen der Menschen, man sieht es an ihren Gesichtern, man sieht es an ihrer Körperhaltung. Und die zweite große Hypothek, auch das war damals schon klar, ist das Öl. Eine Quelle des Reichtums, aber nur für sehr wenige. Ein Anlass für den blutigen Kampf um die Macht zwischen den Anhängern von Salva Kiir und Riek Machar, den beiden Hauptkonkurrenten. Und auch wenn der jüngst erneuerte Friedensvertrag zwischen Kiir und Machar für ein bisschen Hoffnung sorgt, nichts ist gut im Südsudan. Der Friedensprozess stagniert schon jetzt. Im Süden des Landes wird weiter gekämpft. Und die Einheiten, die im Bürgerkrieg gekämpft und gemordet haben, werden nicht aufgelöst, sondern ins Militär eingegliedert. Die treuesten Gefolgsleute der Kriegsherren werden mit lukrativen Ämtern im Parlament und in 45 Ministerien versorgt. Das könnte eine Zeit lang reichen, bis sich irgendwo neue Pfründe auftun, um die Mächtigen miteinander streiten und ihre Anhänger erneut zum Morden aufstacheln. Und daran wird auch diese UN-Militärmission Unmiss und die Bundeswehrsoldaten, die sie dort weiter hinschicken wollen, leider nichts ändern. Und deshalb dürfen wir das nicht achselzuckend einfach hinnehmen. Meine Damen und Herren, was das Land braucht, ist eine große zivile Friedensmission, die den Namen verdient. Es braucht viele, viele Expertinnen für Mediation und Traumaarbeit, Fachleute für Wirtschaft, Bildung und Verwaltung, Arbeit für die vielen Entwurzelten, die in ihrem Leben nichts gelernt haben als kämpfen. Eine Polizei, die tatsächlich Verbrechen aufklärt und eine Justiz, die Gerechtigkeit schafft und Wahrhaftigkeit fördert. Das brauchen wir. Zivile Peacekeeper, die in die Dörfer gehen und wirklich Frauen und Kinder schützen. Und Sie werden jetzt sagen von der Bundesregierung, dafür ist kein Geld da. Das, meine Damen und Herren, finde ich wirklich seltsam. Denn für Militäreinsätze ist immer Geld da. Herr Staatsminister, außerdem bitte ich die Bundesregierung, halten Sie das Waffenembargo durch und sorgen Sie in der UN dafür, dass keine Waffen geliefert werden in den Südsudan und auch nicht anderswohin. Vielen Dank, Frau Kollegin Vogel. Als nächstes spricht zu uns der Kollege Ottmar von Holz, Bündnis 90 Die Grünen.